Herzlich willkommen zur nächsten Folge Civilization 6. Willkommen zurück in Folge 11. Ich habe mal wieder eine ganze Menge Wissensschatz mitgebracht von Fragen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Danke, danke, danke. Das geht auf jeden Fall auf dich. Wieder ein riesenlanger, wahnsinnig langer Kommentar. Und meine erste Frage an dich, Frank, ist, wie lange brauchst du eigentlich? Also so eine Folge zu gucken, klar, geht eine Dreiviertelstunde, aber du musst ja mehrmals Stopp drücken, deine Gedanken dazu schreiben und ich wette, du schreibst das auch nicht an einem Stück hin, sondern du korrigierst dich auch nochmal beim Schreiben. Also du brauchst doch mindestens für eine Folge gefühlt erstmal so, keine Ahnung, 1,5 Stunden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank dafür, dass du dir diese wahnsinnige Zeit nimmst, alles so ausführlich zu erklären. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja, ich gehe auf ein paar Dinge ein, die da kommentiert wurden. Ich habe den Kommentar hier nebenbei offen, damit ich hier nichts vergesse. Erstmal, vielen, vielen Dank für deinen Hinweis wegen den strategischen Ressourcen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass wir die hier, ich sag mal, modernisieren können, aber halt darauf achten müssen, klar, wenn der dann ausbricht, dann können die natürlich die Modernisierung wieder kaputt gemacht werden, aber die strategischen Ressourcen an sich gehen nicht weg. Das ist schon mal gut zu wissen, dass man damit auf jeden Fall leben kann. Das heißt, wir werden dann demnächst auf jeden Fall die Eisenressourcen hier ausbauen. Dann hat auch Frank nochmal kommentiert zu Victor. Ja, das stimmt. Wir hätten wahrscheinlich auch Pingala nehmen können sollen. Es hätte wahrscheinlich keinen großen Unterschied gemacht. Ich hatte nur oder habe nur ein bisschen Bedenken, dass Byzanz oder auch die Amerikaner vielleicht irgendwann auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Dann ist Toulouse so die erste Stadt, die, ich sag mal, im Grenzgebiet liegt und gefährlich werden könnte für ihn, also für uns, dass die eingenommen wird. Ich weiß nicht, ob das wirklich viel bringt, wenn wir mit Victor jetzt die besonders toll verteidigen können. Wir müssen die Stadtmauern ja auch zu Ende bauen und so weiter. War so mein erster kurzsichtiger Gedanke. Ich denke, mit ein bisschen mal Weitsicht und vielleicht auch, wenn wir darüber diskutiert hätten, jetzt zum Beispiel im Livestream oder sowas, dann hättest du mich wahrscheinlich und vielleicht auch andere mit Pingala sicherlich überzeugen können. Ja. Ich denke auch, dass man muss das abwägen, ne? Das ist eine Wüstenstadt, die hat 2 Einwohner. Mein Husten ist mir noch nicht weg, tut mir leid. An der Stelle, damit werdet ihr wahrscheinlich noch ein bisschen zu kämpfen haben. Und ich auch. Ist eine kleine Stadt, die wird sich schwer haben zu verteidigen, egal ob da jetzt Victor sitzt oder nicht. Pingala hätte uns zumindest ein bisschen mehr gebracht und wir hätten so ein bisschen mit den Gouverneuren hin und her schieben können, ne? Zum Beispiel. Hier in Bordeaux hätte Pingala jetzt wahrscheinlich relativ viel gebracht, langfristig. Man darf nur daran denken, wenn das Mausoleum fertig ist, was die Küstenfelder dann abwerfen und so weiter und so weiter. Also ich denke, da hätten wir schon ein bisschen mehr auch in die Richtung gehen können. Ja. Sehe ich ein. Ja, ich denke, das macht jetzt, also wir werden Pingala sicher noch rekrutieren. Aber klar, ein bisschen mehr Kultur und Wissenschaft wäre schon schön gewesen. So, die nördliche Stadt. Ich habe es dann nach deinem Dings erstmal abgeändert. Ich denke mal, so sollte das sein und ich finde, das ist eine sehr, sehr sinnvolle Lösung. Wir könnten jetzt tatsächlich überlegen, ob wir den Theaterplatz da oder also hier auf diesem Dingsfeld oder hier oben auf dem Hügel platzieren wollen. Ich glaube grundsätzlich auf dessen, dass diese Stadt wenig Produktion haben wird, bezüglich Dings wäre es besser, das hier unten vielleicht zu machen. Jetzt habe ich bloß Bedenken wegen dem Fluss wiederum. Aber gut, das kann man dann immer noch überlegen. Aber ja, man sieht hier, Hafen ist bei plus 4 mindestens. Und eventuell wird der Campus plus 5 oder der Hafen. Je nachdem, wo wir den Theaterplatz dann platzieren. Ist aber auf jeden Fall so deutlich effektiver. Ja, wir haben hier eine Wüste. In der Wüste kriegen wir 2 Nahrung, 1 Produktion, frei Haus. Haben die Nahrungsfelder hier drumherum, sind nicht, und das ist das Wichtige, finde ich, auf ein Schwemmlandfeld. Das heißt, wenn irgendwelche Beschwemmungen sind, dann passiert uns erstmal nichts und wir nehmen erstmal diese 3 oder diese Erträge hier mit, das finde ich ganz gut. Ja, von daher ist das schon in Ordnung so. Dann auch das wieder sehr kurzsichtig von mir gedacht, auch das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht sinnvoll gewesen, die beiden Felder hier zu kaufen. Punkt 1 ist, und da liegst du vor allem richtig, wir wollen ja das Städte flippen, das heißt Edessa wird eh irgendwann zu uns flippen und dann gehört uns diese Stadt und dementsprechend auch diese Felder. Egal, wer sie vorher bekommt, ob das durch Lyon natürlich passiert oder durch Edessa selbst, das Geld hätten wir uns schenken können. Zumal wir jetzt ja auch, und das ist auch der nächste Punkt, wir fangen jetzt an mit dem Theaterbezirk hier an der Grenze und nicht mit diesen Bezirken. Ja, also da hätte man sich auch wieder senken müssen. Dann hätte ich auch die heilige Stätte als erstes bauen müssen. Ja, das
Ist auch hier kurzsichtig gedacht und nicht zu Ende gedacht einfach, der Gedanke. Da sieht man also, ich habe mal noch viel zu lernen. Und manchmal muss man halt mal einen Schritt weiterdenken. Was will ich damit erreichen? So, was ist das, wenn ich die jetzt kaufe, was habe ich daraus für einen Vorteil? Was ziehe ich mir da raus? Das muss man sich dann halt alles mitdenken. So, genau. Hier ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir wirklich sagen, wir bewirtschaften die Felder erstmal und bauen dann später hier Naturparks hin. Das ist in Ordnung. Dann geht es so ein bisschen auch um die Frage, wie kaufen wir Siedler oder was machen wir mit dem Siedler? Wir wollen gerne noch Städte gründen hier oben und hier oben. Wir müssen einfach gucken, wie sich die Spielsituation entwickelt. Ich kann auf jeden Fall sagen, Paris hat noch keinen Tempel und er sollte auf jeden Fall als nächstes Priorität haben. Da gebe ich nicht nur Frankreich, sondern auch unserem Spielrecht. Damit wir endlich mal Apostel machen können, ist das wichtig. Und dann gucken wir einfach mal, wie das jetzt mit der Religion verhält. Ne? Noch ist es ja so, dass wir hier, ich sag mal, schon auch Möglichkeiten haben mit den neuen Stadtgründungen und so weiter, bekommen wir noch mehr Städte mit Dings und üben auch noch ein bisschen mehr Druck aus. Das muss sich einfach dann fügen, nach und nach. Ob da jetzt nochmal ein Missionar wichtig ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde auch sagen, wir sparen erstmal den Glauben und gucken, dass wir vielleicht irgendwie Apostel bekommen oder sowas. Was ich auch geguckt habe, ist tatsächlich der Baustandort für den Mahabodhi-Tempel. Ich muss ehrlich sagen, rein von dem, was der Mahabodhi-Tempel noch leisten kann bezüglich des Supports eines Theaterplatzbezirkes, fände ich den Standort hier besser, weil hier, an dem Standort hier, wo wir den auch platzieren könnten, supporten wir da wahrscheinlich wieder den Theaterplatz mit, noch den logischerweise, und wir haben ja keinen anderen in der Nähe, wo wir einen bauen könnten. Aber in La Rochelle haben wir natürlich das Problem, dass deutlich weniger Glauben, also Produktion vorhanden ist. Das wird da natürlich schwierig, da jetzt irgendwie einen Tempel zu bauen. Wir können mal gucken, das dauert nämlich auch, glaube ich, ein paar Runden. 70 Runden würde das in der Stadt dauern. Der ist auch relativ teuer, aber gibt halt zwei Apostel direkt, was natürlich auch wieder unseren Glauben direkt nach vorne bringen würde. Das ist schon ganz cool. So, den zu bauen, das wäre schon nett. Wir dürfen ja nicht vergessen, wir kriegen ja auch noch Boni. Wir können aber mal zumindest gucken, ob der Mahabodhi-Tempel schon irgendwo gebaut wird. Nein, wird er nicht. Das ist schon mal gut. Zumindest nicht bei dem, was wir bis jetzt kennen. Bordeaux könnte da sicherlich deutlich schneller den bauen. In 19 Runden. Das ist ja schon ein riesen Unterschied. Und letztendlich ist das wahrscheinlich wichtiger, dass wir den schnell hochziehen, als dass wir dadurch einen Theaterplatz supporten. Von der Kultur her. Ne? Das heißt, da wir in Bordeaux wahrscheinlich dementsprechend eh weniger Bauprojekte haben und wir hier ja immer noch roden können und immer noch roden wollen, sehe ich, glaube ich, hier mehr Potenzial dafür. Ja, wir haben jetzt hier noch eine Handwerkerladung. Das ist auch nochmal ein Hügel. Da können wir nochmal eine Mine drauf platzieren. Übergangsweise. Wir können hier auch noch einen weiteren Wald roden. Also da gibt es noch viele verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Jetzt haben wir hier die Sägewerke geplant. Ich würde den Handwerker jetzt tatsächlich erstmal wieder herunterschicken. Auch wenn La Rochelle nicht unwichtig ist, aber wenn, dann ist Bordeaux, glaube ich, prädestiniert dafür, den Mahabodhi-Tempel da zu bauen. Ja, an der Stelle hier. Also das Feld dann kaufen und dann baut man den da einfach hin. Ich denke, das passt. Ne? Gut. Das also erstmal zu den Kommentaren. Wie gesagt, vielen, vielen Dank. Und dann gehen wir mal weiter im Spiel. So, wir haben den Gesandten in Bologna bekommen. Wie folgt. Ganz nett, wir haben da jetzt jeweils 4. Wir haben nur noch 2 Gesandte, die wir ausgeben können. Ich warte immer noch, dass wir weitere Stadtstaaten mal freischalten. Das werden wir auf jeden Fall übrigens auch hier machen. In Lyon dann ein Schiff kaufen, können wir tatsächlich mal. Eine Galeere, die kostet 260 Gold. Das können wir uns, glaube ich, tatsächlich mal leisten. Um einfach hier noch ein bisschen weiter zu erkunden. Vielleicht entdecken wir nochmal den Stadtstaat oder eine weitere Civ. Uns fehlt immer noch was. Entschuldigung. Und dann wurde auch noch gesagt, wir brauchen noch eine Reitereinheit. Wir haben jetzt ja eine Reitereinheit mit dem schweren Streitwagen und den können wir ja tatsächlich losschicken, um zu erkunden weiter. Wir haben nämlich, glaube ich, keinen Speer mehr, der jetzt unterwegs ist. Unsere ganzen Speer sind irgendwie draufgegangen. Wir könnten aber in Toulouse theoretisch auch noch eine Reitereinheit kaufen.
Der kostet 320 Gold, ist relativ teuer. Deswegen würde ich sagen, wir machen das einfach mit dem schweren Streitwagen und schicken den als Speer rum. Was hat der für Fortbewegung? 3. Das ist okay. Damit kann man auf jeden Fall ein bisschen was erkunden. Der Reiter hat, glaube ich, 4. Ein bisschen besser, aber egal. Dann noch eine Sache. In 2 Runden kriegen wir, haben wir den Feudalismus erforscht oder entdeckt, wie auch immer. Und wir warten dann mit dem Gründen der Siedlung noch 2 Runden, bis wir die Handwerkerkarte reingepackt haben. Und dann kriegen wir hier 2 zusätzliche Bauaktionen. Für den Handwerker hier. Auch das ist ein guter Hinweis von Fang an der Stelle, hätte ich wahrscheinlich nicht bedacht. Bin ich ehrlich. Ja? Ich habe wahrscheinlich jetzt stumpf die Stadt gegründet und mich dann gefragt, ja, warum ist sie denn. Was ist denn mit der passiert? So. Ja? So. Was können wir noch machen in den Städten hier? Wir können Nazca-Linien errichten. Da müssen wir nochmal gucken, was die jetzt genau bringen und wo die sinnvoll sind. Wir haben ja Nazca als Stadtstaat und sind zwar souverän und können diese bauen. Nazca-Linien bringen ein Glauben für angrenzende Geländefelder plus ein Glauben für angrenzende Geländefelder mit einer Ressource plus eine Nahrung für angrenzende Wüsten- und Wüstenhügel-Geländefelder nach der Entdeckung der öffentlichen Verwaltung plus eine Produktion für angrenzende flache Geländefelder nach der Mastfertigung. Da muss ich mal gucken. Da wäre es ja, glaube ich, klug. Tja, neben Ressourcen ist schwierig, ne? Ich glaube, wir können theoretisch hier eine Nazca-Linie bauen. Dann würden wir doch damit, glaube ich, auch den Mais supporten. Und auch den Hügel hier, oder? Wenn ich das richtig sehe. Ich möchte das gerne mal probieren. Also, lass uns doch mal lesen, um das zu verstehen. Also, Nazca-Linien bringen plus ein Glauben für angrenzende Geländefelder. Das heißt, plus ein Glauben für das Feld und natürlich für alle anderen hier drumherum. Plus ein Glauben für dieses Feld, das wir jetzt auch gerade bewirtschaften. Plus ein Glauben für angrenzende Geländefelder mit einer Ressource. Das heißt, das gibt dann plus 2 Glauben hier auf dem Mais. Ja, verstehe ich. Plus eine Nahrung für angrenzende Wüsten- und Wüstenhügel Geländefelder. Okay, Wüsten- und Wüstenhügel nach der Entdeckung der öffentlichen Verwaltung. Das bringt jetzt dann hier nichts, glaube ich. Und das andere nochmal für flache. Ach so, plus eine Produktion angrenzend für flache Geländefelder nach der Erforschung der Massenfertigung. Das heißt, wir würden damit, wenn wir hier Nazca-Linien bauen. Ja, okay. So wie ich es gedacht habe. Oh, sogar auch ein Glauben in der Stadt. Okay, 2 Glauben hier und ein Glauben noch auf dem Hügel. Sehr schön. Ja, cool. Das nehmen wir doch ganz gerne mit. Erstmal. Das passt doch dann erstmal. Und wir können dann gucken, dass wir vielleicht nochmal mit dem Handwerker, den wir unten haben, hier eine Mine bauen. Dann wird dieses Feld auch nochmal besser und wir haben hier ein bisschen mehr Produktion im Rennen. Das sieht dann auch ganz okay aus, würde ich sagen. Ja, wir hatten ja hier diese krasse Flut. Die war auch heftig. Und dann haben wir es, glaube ich, erstmal gepackt. Jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen Armbrustschützen wegbekommen und mit ein bisschen Glück können wir auch versuchen, demnächst mal hier unten nochmal das Barbarenlager zu bekämpfen. Vielleicht haben wir eine Möglichkeit dazu. So. Wird übrigens ein Händler. Hier ist ein Händler übrigens unterwegs. Das ist cool. Mal gucken, wo der hinfährt. Wo die Straße gebaut wird. Da hoch. In Richtung Rennen. So, Glockenspiel und Gesänge, Weihrauch und Heiligenbilder. Die heilige Stätte von Amboise bringt Anhänger und Pilger zur Anbetung der höheren Dinge. 3 Zeitalterpunkte und jetzt deutlich mehr Glauben. Wir roden, glaube ich, einmal hier. Yep. Und wollen, glaube ich, hier noch eine Mine bauen. Ja, mit denen können wir nicht mehr viel machen, ne? Die sind leider raus aus der Verlosung. Ne, da muss erstmal das Eis tauen. Ich würde sagen, die schieben wir jetzt erstmal nach Bordeaux. Die Schiffe. Und wir gucken mal. Ich würde ja gerne das Bermuda-Dreieck irgendwie. Also super gerne mal erschließen. Leichter Vulkanausbruch oben in Biprax. Ist Biprax ist jetzt übrigens amerikanisch. Ist also gekippt. Okay, das war. Davon war auszugehen. Und wir können hier mal ein bisschen.
Erkundungsarbeit leisten. Aber jetzt erstmal haben wir hier unten auch Eis. So, der Handwerker. Fischressource gibt dann Lyon einen Wohnraum mehr. Das heißt insgesamt mehr Wachstum, mehr zu bewirtschaftende Geländefelder. Das war wichtig. In Amboise. So, den Schrein werden wir auf jeden Fall kaufen. Den werden wir nicht bauen. Da haben wir zu wenig Sink. Wir können jetzt den Theaterplatz bauen. Ich glaube, das würde ich auch machen. Ja. Wir warten noch eine Runde mit dem Gründen der Stadt hier. Das ist übrigens sehr, sehr gut, ne? So. Tschüss. Und dann können wir jetzt endlich mit dem Handwerker hier die Felder bewirtschaften. Wie schön. Wir können, glaube ich, einfach beide Minen anschließen, ne? Es gibt dann zwei Eisen pro Runde. Wir haben die Wissenschaft hier, die Produktion. Ich denke insgesamt okay. Das nächste Feld ist noch ein bisschen besser, aber wir werden beide auf jeden Fall anschließen. Und mit dem Eisen können wir auch wieder einiges an Geld machen. Hier wird noch eine Runde gewartet. Yep. Dann, ja, den schicken wir auf jeden Fall hinterher, im Zweifel. So. Müssen wir noch was beachten. Derzeit. Gold können wir sparen. Jetzt können wir überlegen, ob wir in Amboise damit den Schrein kaufen. Kostet 280. Bringt uns nochmal 3 Glauben mehr. Dann erhöhen sich die Erträge für Glauben halt schon. Ne? Das ist natürlich schon interessant. Die Frage ist, können wir noch was Klügeres oder sollten wir vielleicht noch was Klügeres machen mit dem Gold? Wir könnten hier den Leuchtturm bauen, dann würden wir die Handelskapazität erhöhen. Wir könnten in Bordeaux nichts machen. In Paris, ja, theoretisch den Tempel auch kaufen, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten auch den Tempel kurzfristig kaufen oder produzieren. In 2 Runden ist Petra fertig. Dann müssen wir uns in Paris sowieso für die nächsten Sachen entscheiden. Vielleicht lassen wir es nochmal offen. Weil klar, der Tempel wäre natürlich wichtiger insgesamt. Gibt auch 6 Glauben. Wir können Apostel machen. Besser als hier einen Schrein zu kaufen. Und ich meine, letzte Runde wäre es schon soweit fast. Und ich denke, der Rest passt soweit. Na, in den Grenzstädten jetzt die Theaterbezirke zu platzieren, ist gut. Damit müssen wir jetzt erstmal weitermachen. Und dann gehen wir so erstmal in die nächste Runde. So, der Händler liegt natürlich gefährlich hier. Wir kriegen einen weiteren Zeitalterpunkt. Feudalismus entdeckt. Und die 4 Grundpfeiler des Universums sind Feuer, Wasser, Schotter und Vinyl. Mit dem Feudalismus wuchs dem Menschen eine eiserne Rüstung, bis er im Kampf irgendwann einem Gürteltier glich. Wir gucken uns gleich die Politikkarten an. Das machen wir beziehungsweise jetzt als erstes. 58 von 66 haben wir jetzt. Was nehmen wir jetzt rein? Petra ist in einer Runde gebaut, in 7 Runden das Mausoleum. Ich würde sagen, die Wunderkarte sollten wir auf jeden Fall drin lassen. Wir haben einiges, was wir jetzt gerne reinnehmen würden. Ne? Zumindest die Handwerkerkarte müssen wir reinnehmen. Oh, das ist jetzt schwierig, ne? Ich glaube, die können wir nicht rausnehmen, weil wir viel zu viele wichtige Bauprojekte haben. Vielleicht ist es der heilige Nachbarschaftsbonus gerade, der raus muss. Und der Ruf nach einer weiteren, der Ruf nach einer weiteren, besseren Politik, glaube ich einfach. Langsam. Langsam brauchen wir mehr Politikmöglichkeiten einfach, Karten zu setzen. Wir sehen es jetzt hier langsam, dass uns da so ein bisschen was ausgeht. So, jetzt müssten wir hier die Stadt gründen können. Sehr gut. Calais ist gegründet. Wunderbar. Und wir können eigentlich gleich mal den hier platt machen. Und bei der Gelegenheit, die Orangen
anschließen. Und damit ist Calais schon gar nicht so schlecht. Was bauen wir denn in Calais als erstes? Das ist jetzt die Frage. Oh ja, schwierig, ne? Das ist wirklich schwierig. Ich weiß gar nicht, was da jetzt sinnvoll wäre. Wahrscheinlich auch der Theaterplatz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das würde sogar reichen. Aber die Frage ist, wo? Und was bauen wir hier noch? Ich sag mal, wir haben hier nicht die Möglichkeit, möglichst viele Bezirke zu platzieren. Wir haben vielleicht später die Möglichkeit nach unten. Also was noch möglich wäre, wäre mit den beiden Wäldern hier unten, gemäß dem Fall, wir machen hier Sägewerke ran, hier eine heilige Stätte zu platzieren. So, die hat die plus 2. Wir hätten die Möglichkeit, natürlich hier auch einen Handelsdistrikt zu bauen. Auch okay. Und dann einfach hier noch einen Theaterplatz, oder? Sehe ich jetzt erstmal als sinnvoll an. Und dann fangen wir einfach mit dem Theaterplatz an, tatsächlich. Und gucken mal, dass die Stadt hier ein bisschen wächst. Die hat jetzt gut Nahrung, dass sie ein bisschen Produktion bekommt. Dass wir die Handwerker nicht völlig umsonst ausgeben, dass wir hier oben die Mine bauen. Das Jagdlager vielleicht noch errichten auf der anderen Seite. Das hilft schon ein bisschen. Und dann haben wir noch ein paar Handwerkerladungen, um, ich sag mal, hier noch verschiedenste Bauprojekte drumherum zu machen. Wir haben hier oben auch noch eine Handwerkerlage und das ist okay. So, Orangen würden gerne verkauft werden. Machen wir doch. Basil ist jetzt weiter, möchte Pferde haben. Ja, wow. Ein einziges Pferd, oder was? Für ein Gold. Na komm. Hier. Have fun. Achso, der will immer noch Pferde kaufen. Für ein Gold. Na komm, nee, komm. Das mache ich nicht. Wie sieht's denn mit Eisen aus? Ja, Eisen ist natürlich beliebt, ne? Damit können wir eine ganze Menge Geld machen. Ob das so klug ist, die USA so stark zu machen, weiß ich noch nicht, aber... So, erstmal ein bisschen Eisen verkaufen, ist okay. Jetzt haben wir 546 Gold, jetzt können wir uns überlegen, ob wir in Paris den Tempel kaufen wollen. Wir könnten natürlich aber auch sagen, wir sparen jetzt auf den nächsten Siedler und kaufen uns mit Geld den nächsten Siedler und produzieren den Tempel. Wenn wir mal auf Produktion gehen... Der Siedler braucht 9 Runden. Ohne die Siedlerkarte. Das ist eine ganze Menge. Da würde ich sagen, kaufen wir den lieber. Der Tempel bräuchte nur 5 Runden. Und bauen den Tempel und kaufen den Siedler und schicken den dann nach oben, nach Norden. Ich denke schon. Dann machen wir das so in der Reihenfolge. Und dann sparen wir auf den Siedler mit Gold. Mit Glauben könnten wir natürlich auch machen, aber ich würde sagen, das sparen wir auch erstmal. Gucken, dass wir die Poste kriegen, dass wir vielleicht im Falle, wir bauen den Marabu die Tempel nicht, wir bekommen den nicht gebaut, dass wir trotzdem irgendwie eine Möglichkeit haben. Wir können uns dann auch mit Gold oder mit Glauben jetzt noch Handwerker kaufen. Auch das wäre möglich. Wir haben jetzt ja die Handwerkerkarte. Vielleicht sollten wir das nutzen. Und jetzt mit dem Glauben, den wir haben, tatsächlich Handwerker kaufen. Wenn wir jetzt hier einen Handwerker kaufen, Bordeaux, das sind einfach ein Handwerker mit 6 Ladungen. Das ist schon wahnsinnig lukrativ. Ja, wenn man das nicht macht, sind wir doof, ne? Also 6 Stück, guck mal. Dann können wir das Ding hier komplett hochziehen. Wir können hier noch ein Sägewerk errichten. Wir können auch den Roden, das ist allerdings kein Hügel, glaube ich. Das heißt, ich würde hier tatsächlich lieber den langfristigen Erfolg sehen. Hier ein Sägewerk hin platzieren. Hier noch Roden. Wir können Bauernhöfe bauen, hier eine Mine setzen. Also da sind noch viele, viele Optionen, um die Städte noch zu pushen. Und die hier durchs Land zu schicken. Übrigens, so sehen die Nazca-Linien aus. Die finde ich eigentlich ganz hübsch. Ganz schick. So. Pferde. Ne, da haben wir geguckt. Da haben wir nichts mehr. Mehr Wohnraum benötigt in La Rochelle. Da kann der nächste Bezirk geplant werden.
Ich glaube tatsächlich, ich sehe hier in La Rochelle, und das ist wichtig, wir müssen mal gucken, dass wir hier demnächst irgendwie dann auch nochmal irgendwann einen Staudamm bauen in diesen Städten. Ist schwierig, das irgendwie zu planen, aber ich denke, wir kommen da nicht ganz drum rum. Und wir können uns den Staudamm tatsächlich dann mit den beiden Wäldern hier roden, deswegen fände ich das in La Rochelle, glaube ich, sinnvoller. Wir müssten den bloß mal einplanen. Hier ist eine Mine. Ist egal, glaube ich. Hier ist eine Weide. Das ist alles, glaube ich, nicht so. Ich glaube, das Feld wäre noch ein guter Bauernhof, um einfach hier so ein Bauernhof-Dreieck zu haben. Ich würde das hier also nicht wegmachen. Vielleicht den Staudamm einfach da platzieren. Und den dann tatsächlich eroden. Wir können, glaube ich, noch keinen Staudamm bauen, ne? Wir müssen das noch erforschen. Die Eisenerverarbeitung wäre interessant für Gebel-Berkal. Ich würde aber fast sagen, wir machen das mal mit dem Schiffsbau, weil wir dann mit allen Landeinheiten wassern können. Und wenn wir Stützpfeiler haben, kriegen wir auch den Bonus, weil wir das klassische oder neuere Wunder jetzt bauen. Das heißt, wir sind da relativ schnell durch mit dem Stützpfeiler und können dann halt auch den Staudamm bauen. Ich denke, das ist okay, dass wir damit jetzt erstmal weitermachen. Der Druck ist dann das nächste Ziel auf jeden Fall. Ja? Wegen der diplomatischen Sichtbarkeit und der Tourismuszuwachs durch große Werke verdoppelt wird. So, wir gucken mal trotzdem noch hier unten hin. Ich will wissen, wie weit man noch hier unten sehen kann. Da ist noch ein Kupferfeld, okay. Aber dann hört es auch auf. Das Feld kriegen wir leider nicht erkundet. Aber wir sind zumindest, was hier unten uns noch erwartet. Und dann erkunden wir uns mal in die Richtung weiter. So, wie machen wir hier weiter bei der Kultur? Da habe ich ja gesagt, wir müssten langsam mal gucken, dass wir Richtung weiterer, besserer Politiken gehen. Im Zweifel tatsächlich die Monarchie vielleicht. Erstmal, später Theokratie. Also sprich über die Geschichtsaufzeichnung, zwei Campusbezirke, ja okay, sechs Runden. Öffentliche Verwaltung, göttliches Recht. Da ist auch nochmal der Tempelbau wichtig und eigentlich auch nochmal ein zweiter Tempelbau. Ich denke, dass wir langfristig auch gucken müssen, dass wir dann doch hier einen Schrein und den anderen Tempel hier kaufen. Damit wir die beiden Tempel haben für den Bonus. Ja, okay. Petra ist ein brillantes Beispiel für das künstlerische Talent des Menschen, Sehr, sehr schön. unfruchtbare Felsen in ein majestätisches Wunder zu verwandeln. Petra, unser erstes, wie immer, klassisches, schönes, erstes Weltwunder. Selbst gebaut. Und wir haben auf dem plus drei Hafen auch noch. Oh mein Gott. Matrosen und Stauer singen und schreien überall entlang der geschäftigen Kais des Hafens von Rouen ihre Seemannslieder. Der Hafen ist fertig. Und wir haben, glaube ich, durch das Wunder jetzt auch nochmal einiges dazu bekommen. In Runde 106 Petra gebaut. Das Mausoleum folgt als nächstes. Wunderbar. Dann bauen wir hier auf jeden Fall erstmal den Tempel. Der dauert jetzt nur noch vier Runden. Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt hier machen. Geländefeldertechnisch sind wir, glaube ich, super gut aufgestellt. Ich glaube, da brauchen wir uns erstmal. Das Feld könnten wir noch bewirtschaften. Ich weiß nicht, ob das nicht besser ist als das hier vielleicht. Ich denke schon, oder? Nochmal ein bisschen mehr Gold. Schaut euch das an, ey. Oh, Petra ist einfach ein Traum, ne? Kann ich nichts sagen dagegen, aber das ist schon. Schon schön. Okay. Der Rough Rider möchte Pferde haben. Ich finde es gut, dass der immer so viel Geld uns geben möchte für alles Mögliche. Oh, warte mal, wir kriegen auch hier eine ganze Menge Gold pro Runde gerade. 3 und 1. Wir machen 3 und 0 für 9 Pferde. Und dann nochmal 12 für 2. Solange wir so viel Geld bekommen dadurch.
Nehmen wir das gerne, weil das ist ja auch die. Umso schneller haben wir den Siedler auch. Guck mal, Stützpfeiler, Kartografie auch einen Bonus bekommen durch den Hafen. Wunderbar. Dann geht das hier oben auch deutlich schneller. Wir kriegen auch nochmal 3 weitere Zeitalterpunkte. Dann haben wir 64 jetzt inzwischen. Und das sieht ja schon wieder ganz gut aus. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir noch Zeit für das nächste Zeitalter? 20 bis 40 Runden. Okay, da sind wir also noch gut dabei. Da brauchen wir uns jetzt auf keine weiteren Gedanken machen. Und wir sind auch bald bevölkerungsmäßig auf 10. Das ist auch gut. Das dürfte dann für die öffentliche Verwaltung noch wichtig werden. Für den Bonus hier. Und dann haben wir auch die beiden Tempel bald. Dann sieht das auch schon mal ganz gut aus. So, Hafen ist gebaut. Jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Ich glaube, Theaterbezirk, beziehungsweise das wäre alles schon relativ wichtig. Ich glaube, der Leuchtturm mit einem weiteren Handelsweg wäre auch nicht schlecht. Oder gibt er nicht noch einen weiteren Handelsweg? Plus 2 Wohnraum. Doch, Handelswegkapazität, klar. Genau. Also, wäre schon nicht schlecht. Alternativ, was sollen wir sonst bauen? Wir könnten Stadtmauern bauen, Kornspeicher, Monument. Ja, sehe ich im Moment nicht so wichtig. Wir könnten natürlich sagen, wir bräuchten das Monument hier. Wir können jetzt auch natürlich den Campus bauen. Wir könnten uns auch den Leuchtturm kaufen. Aber ich würde sagen, da sparen wir jetzt erstmal auf den Siedler. Ja, wir können das machen. Aber in 3 Runden können wir erst den nächsten... Okay, lass uns kurz überlegen. In 3 Runden können wir den nächsten Bezirk bauen. Dann könnten wir schon den Campus machen und ein bisschen unsere Wissenschaft auch wieder verbessern. Weil wir hier halt hinterherhängen, ne? Vielleicht... Dann doch eher das Monument. Oder den Kornspeicher für mehr Wachstum. Was bewirtschaften wir hier? Das Feld, das und das Feld. Die sind eigentlich gut, ne? Wir haben hier so viele gute Geländefelder. Eigentlich sehe ich das ganz gut. Der Campus 16 Runden. In 3 Runden aber wieder einen neuen Bürger, der nochmal 2 Produktionen bringt. Okay, das ist jetzt so eine Entscheidung. Was wollen wir? Was ist wichtig? Den Leuchtturm bauen für 12 Runden. Gibt uns Nahrung, Wohnraum. Handelswegkapazität. Mit diesem Handelswegkapazität können wir nur einen Händler losschicken. Damit können wir wieder andere Städte pushen. Nicht nur Rouen selbst, sondern zum Beispiel auch Amboise oder La Rochelle oder die neueren Städte hier unten. Wir könnten das Geld auch in die Hand nehmen und sagen, wir kaufen uns den Leuchtturm. Das Geld haben wir in 5 Runden übrig. Zumal wir immer noch ein paar Sachen verkaufen. Ja, also ich meine Eisen. Eisen nochmal für 2 Gold pro Runde. Das sind 60 Gold nochmal. Warum nicht? Wir kriegen so viel Gold. Dann bin ich, glaube ich, dabei, dass wir... Ja. Wir machen das mit dem Monument tatsächlich. Gibt uns mehr Kultur. Ein bisschen was. Höhere Grenzerweiterung. Wir kommen dann später dahin, diese ganzen Felder noch mehr zu bewirtschaften und die guten Felder zu bekommen. Weil die Stadt doch relativ schnell wächst. Und... Ja, dann kaufen wir uns den Leuchtturm, glaube ich, einfach. So, das Jagdlager gebaut. Jetzt ziehen wir den hier hoch und bauen damit die Mine. Ich weiß nicht, wie stark das ist hier, ne? Ich würde mal gerne einmal... Okay, im Moment scheinen da keine großen Einheiten zu sein. Können wir hier rüber? Ui, hier ist ein Riff. So, einmal die Mine bitte.
Ja, das ist klar, dass wir das jetzt bewirtschaften, oder? Finde ich gut. Damit wird alles ein bisschen schneller. So, das ist unsere neue Speereinheit hier. Und dann können wir hier eigentlich auch nochmal gucken, ob wir hier Nazca-Linien errichten. Die Frage ist nur, wo. Oder das Sägewerk hier einfach bauen. Auch das ist eine Möglichkeit. Gibt nochmal Produktion. Vielleicht ist das auch der nächste Schritt. So, was machen wir hier? Ich würde sagen, übergangsweise erstmal hier eine Mine setzen. Das macht unser Mausoleum nochmal ein bisschen besser. Ich finde es gut, dass wir inzwischen diese Felder hier haben. Also Nahrung ist da, Produktion ist da und so weiter. Und dann gucken wir mal. Wir haben hier noch Felder, wo wir noch was machen wollen. Hier oben wollen wir uns den Staudamm, glaube ich, dann wegroden. Die Bananen hier oben sind noch offen. Der nächste Handwerker kommt aber bestimmt. Den holen wir uns nochmal. Wir holen uns noch einen weiteren Handwerker mit dem Glauben. Und dann geht's erstmal in die nächste Runde, glaube ich. Tempel sind 4 Runden fertig. Wie gesagt, die bleiben erstmal hier. Die stellen wir erstmal auf diese Ressourcen hier, glaube ich. Zum Schutze der Seenot, also der Küste. Entschuldigung. Ich sollte mich eigentlich muten beim Husten, aber das jetzt mal zu muten und dann wieder nicht klicken. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Das passiert dann einfach zu spontan. Also entschuldige mich das. So, Landsknechte. Okay, dann wissen wir zumindest, was uns da erwartet. Dann bleiben wir da natürlich erstmal nicht. Und verpieseln uns da wieder. Das möchte niemand haben. 32 Gold, ne? Oder kurzfristig 18. So, Paris. Siedler kaufen. 895. Nächste Runde. Unsere Freundschaft zu Ambiorix ist abgelaufen. Die können wir mal wieder erneuern. Pferde will aber niemand haben, ne? Nee. Wie sieht es denn mit Annehmlichkeiten aus unseren Städten eigentlich? Ja, ist okay. Können wir nochmal irgendwelche Luxusgüter kaufen? Nee. Tatsächlich nicht. Und hier wollen wir gen Westen. Hier wollen wir weiter auf der Küste ziehen. Entdecken weitere Riffe. Weiteres Land. Entschuldigung, meine Güte. Das ist heute aber auch echt grauenhaft. So, erstes Sägewerk errichtet. Auch das ist schön. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir mit den Handwerkern machen. Wo ziehen wir mit denen hin? Also ich würde ganz gerne hier oben noch ein bisschen was machen. Wir haben ja noch. Also diese Felder lasse ich erstmal weg, solange der Staudamm nicht da ist. Das ist okay. Die Reisressource hier brauchen wir nicht unbedingt. Wobei wir hier am Wohnraum-Cap rumschmieren, ne? Also vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir den nächsten Handwerker einfach dann nach Norden schicken mit den 6 Lösungen. Diese hier eher in die Richtung. Und hier einfach damit gucken, was wir hier machen. Und auf dem Weg einfach gucken, was so passiert. Und dann ziehen wir einfach hinterher. Weil die Stadt hier ist erstmal okay. So, die brauchen erstmal nichts. Die ganzen Sachen sind modernisiert. Hier kommt erstmal nichts dazu. Ich denke, dann ziehen wir mit denen erstmal hier hin. Was wir noch machen können, ist auf jeden Fall das hier roden. Den Handelsdistrikt roden. Und hier noch eine Mine stellen. Ich glaube, das ist okay. Ja, das ist in Ordnung. So, das würde ich auf jeden Fall noch machen. Hier eine Mine. Hier roden. Ich weiß nicht, wie schnell der Gips dazu kommt. Ist im dritten Ring. Brauchen wir wahrscheinlich nicht, aber gut. Haben wir unten auch noch. Das dauert aber noch ein bisschen. Ich denke, das brauchen wir erstmal nicht.
Und dann schicken wir die nach Süden einfach weiter und gucken mal, dass wir da genug machen können. So. Gibt es noch irgendwas zu beachten an dieser Runde? Ich glaube, erstmal nicht. Wie sieht es hier aus? Welche Felder bewirtschaften wir? Ja, okay, das ist gut. Hier bewirtschaften wir... Ah ja, okay, bewirtschaften wir jetzt das Feld. Achso, weil hier sogar noch eine Ressource ist. Oh ja, spannend. Okay, dann brauchen wir, glaube ich, hier beide Sachen noch, ne? Dass wir den Mais hier auch noch bewirtschaften. Gibt uns da, glaube ich, nochmal eine Bevölkerung mehr. Ah ne, wir haben schon die Weide. Dann nicht, tatsächlich. Aber klar, das ist natürlich auch nochmal ein Feld, was wir bewirtschaften können und sollten. Gibt dann mehr Nahrung. Beide Felder wichtig. Ja, machen wir dann mit beiden hier. Und hier oben haben wir auch noch was für den für mehr Produktion hier, ne? Genau, du bist da. Du kannst dich ausruhen. Und dann geht's in die nächste Runde. Wir haben übrigens hier oben ein paar Einheiten in Terevana, die immer noch rebelliert, wenn wir uns ein bisschen anhalten. Ich kann mir keine Bedingungen vorstellen, aufgrund derer ein Schiff sinken sollte. Moderner Schiffsbau weiß das mittlerweile zu verhindern. Ja. Schiffsbau abgeschlossen, sehr schön. Jeder kann jetzt links und wir haben einen Waldbrand in den USA. Barbaren nähern sich, das ist okay. Vielleicht wären Schwertkämpfer nicht so schlecht gewesen oder Landsknecht. Vielleicht müssen wir das doch nochmal machen. Weiß nicht, ob wir das produziert bekommen, aber es sieht so aus, als ob das nochmal Thema wird. Und vielleicht schicken wir dich erstmal hier runter. Ich glaube, ich brauche dich da ein bisschen zur Unterstützung. So, du dahin, du dahin, du machst hier die Mine noch. Und wir können natürlich hier auch noch Minen bauen, ne? Das sollten wir auch tun, übrigens. Hier auf diesen Feldern hier Minen bauen, klar. Auf jeden Fall. So, 1000 Gold. Das sollte jetzt reichen, um den Siedler zu kaufen. Und den schicken wir natürlich dann an diese Stadt da oben hin. Der sollte dann hoffentlich auch schnell genug ankommen. Wie sieht's aus mit Mehrheitsreligion noch? Nicht, dass das irgendwie jetzt kippt. So, 3 Städte, 7 Städte bekehrt von 9. 3, 4, 5, 6, 7. Amboa fehlt noch. Ja, wir müssen uns ein bisschen Gedanken machen über die orthodoxe Ostkirche. Aber das ist noch, es ist okay. Aber wir dürfen das nicht zu lange uns angucken. Wir müssen dann auch irgendwas aktiv dagegen tun. Nicht sofort, aber zumindest jetzt dann nach und nach. Das dürfen wir nicht ganz so auf die kurze Bank schieben. Du tichesa senti sama sida kak. Ja, wir haben nicht viel Militär, ne? Das stimmt. Unsere militärische Stärke ist übersichtlich, sagen wir mal so. Da ist die schon ein bisschen höher. Ich sehe noch... Wir gucken mal, was der Ambiorix jetzt macht, aber ich glaube, der führt jetzt Krieg gegen Cahokia, oder? Sehe ich das richtig? Wir sehen es nicht hier. Sehen wir das hier bei dem hier? Ne, noch nicht. Also noch ist es kein Krieg. Aber das kann natürlich werden, ne? Ach, das ist aber auch... So, einmal nochmal... Ach, guck mal an. Die 3 Pferde, mehr wollte er nicht. So, 72 Gold. Das schreit bald nach einem Leuchtturm, ne? Dass wir den auf jeden Fall bald finanziert bekommen. So, hier wollen wir einmal roden. Dann ist der Tempel, glaube ich, fertig. Oder wir warten noch eine Runde. Der Tempel ist eh in einer Runde fertig. Und ziehen dann weiter. So, in Bordeaux können wir, glaube ich, einen weiteren Handwerker kaufen. Sollten wir machen.
Dann auch ein bisschen Nahheiten mehr erwerben können, aber wie gesagt, wir fokussieren uns jetzt erstmal auf die anderen Sachen. So, Mine noch platziert, Sägewerk platziert. Das hilft jetzt erstmal da, langfristig hier ein bisschen zurechtzukommen. Wir kriegen hier noch das dazu. Ich denke, das passt. Wir könnten jetzt überlegen, wo wir die letzte Einheit aufgeben. Vielleicht ist es dann hier tatsächlich, wenn dann hier, ich schätze mal, in einer Runde das dazu kommt, wäre es, glaube ich, sinnvoll, dass das noch zu supporten hier. Und der darf hier gerne Richtung dieser Stadt ziehen. Unterstützung kommt. So, und hier wird erstmal weiter ein bisschen die Welt erkundet. So, ich würde hier gerne noch die Grenzen hier ausmachen, ne? Dass man ja schön alles maximal ausreizt. Und ja, viel, viel Küste. Und ich würde einfach hier noch eine Runde warten mit dem, dass wir die Produktion gleich in das nächste Projekt stecken. Wie auch hier jetzt ein nächstes Projekt angedacht ist. Jetzt ist die Frage. Monument oder Schrein. Monument haben wir schon angebaut, ne? Ja, vielleicht ist das Monument gar nicht so verkehrt, dass wir schneller die neuen Geländefelder dazu bekommen. Wenn wir irgendwann Nationalparks bauen, brauchen wir hier viel Kultur. Und ich glaube, das Monument ist okay. Ich will es auch nicht kaufen. Unser Glaubensertrag erhöht sich, das ist auch gut. Genau, der soll noch eine Runde warten. Oh nein. Nein, 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 jetzt sehe ich es da oben. Ah, okay, gut. Das ist dann also unsere Stadt gewesen. Samarobriva ist es geworden. Okay, also keine weitere Stadt im Norden. Jetzt müssen wir mal in die Siedleransicht gehen und gucken, was wir jetzt machen wollen. Aber wenn das nicht so eine blöde Stadt wäre von den Feldern her, wäre das natürlich hier ein krasser Ort, ne? Kommst du ja gar nicht ran hier. Okay, dann wird es die Stadt nicht, dann wird es vielleicht eine andere Stadt. Dann ist die Frage jetzt, welche Stadt? Also richtig gut wäre ja zum Beispiel noch eine Stadt hier unten, weil wir hier noch einen guten Campus haben und einen guten Hafen. Also im Endeffekt die Stadt hier unten im Süden. Ich sehe jetzt auch erstmal hier westlich nichts, wo noch irgendwas sinnvoll ist. Die bringt uns halt natürlich nichts für die Loyalität, aber immerhin für Geld und für Wissenschaft. Und ja, dann ist es halt die hier unten tatsächlich. Ja, dann ist es die Küstenstadt. Ja, schade. Dann hätte ich jetzt mit dem Siedler, dann ist der Siedler jetzt nicht ganz so wertvoll, wie ich erhofft hatte, aber gut. Das ist so. Dann müssen wir anfangen, jetzt tatsächlich hier oben weiter in die Theaterplätze zu investieren. Und uns davon nicht abhalten zu lassen. Also, Theaterplätze, um die ersten Städte zu flippen. Also, letztendlich ist unser Ziel, dass Städte wie Edessa, Trapezunt, ja, Boston wird schwierig, aber ich sag mal hier oben, die zwei, drei Städte, jetzt hier vielleicht vier Städte noch zu uns kippen, dass wir noch zwei Städte gründen. Wir kriegen dadurch auch wieder eine Handwerkerladung, nicht zu vergessen. Ordentlich Handwerker dadurch. In der Region hier. Der Handwerker geht auf jeden Fall Richtung Norden hoch. Dann haben wir hier nochmal einen weiteren Handwerker, den wir auch Richtung Westen schicken können. Ich denke, ist schon okay. Wir leben damit. Wir müssen damit leben. Auch Frank hat ja gesagt, ist nicht so schlimm, wenn jetzt hier oben eine Stadt gegründet wird. Dann ist es so. Viel wichtiger ist, was wir daraus machen. Und dass wir uns da vielleicht dann Möglichkeiten erarbeiten. Und jetzt tatsächlich mehr in diese Theaterplatzgeschichten geht. Staudamm uns eroden. Gucken, dass wir vielleicht noch die ein oder andere Geländefelder dazu bekommen hier unten in den Wald. Der auch nochmal eine Mine bedeuten würde. Also das wäre gut. Ja, die Städte hier oben müssen einfach best pushen. Händler, dass wir neue Händler haben, die wir hier oben hinschicken können. Denn Amboa braucht Produktion. 8 Produktion ist zu wenig. 6 ist noch viel, viel weniger. Oh, 12. Wir sind hier bei 20, ne? Also so 21, 20 Produktion wäre okay. 8 Produktion, 5 Produktion, 10, 10, das ist hier schon okay, weil die Stadt hat ja auch bessere Geländefelder, aber Amboise und La Rochelle haben hier massiv Produktionsprobleme, damit müssen wir arbeiten. Bei 4 Bürgern ist einfach
sind einfach 6 Produktionen viel zu wenig. Ne? Gut, also, wir können uns noch überlegen, ob wir das hier mal umändern, ja, sehe ich gerade. Warum machen wir das nicht? Das ist doch völlig Quatsch, hier diese Felder nicht zu bewirtschaften. Okay, und hier... Ja, bewirtschaften wir eigentlich schon das Beste an Feldern. Ja, nee, ich würde die 2 Produktionen hier gerne lassen. Was wir machen können noch, wir können dieses eine Feld hier, warte mal, La Rochelle tauschen. Weil wir hier eben mit eh nicht so viel Bevölkerungswachstum haben und lieber nochmal einen Produktionspunkt mehr nehmen, mitnehmen. Also Micromanagement, Städtemanagement immer nicht zu verachten. Ist wichtig. Ist absolut wichtig. So, hier sieht's gut aus. Ich glaube, in Bordeaux haben wir jetzt auch im Moment nichts weiter, was wir mal bewirtschaften wollen. Wir können uns überlegen, ob wir jetzt das Sägewerk bewirtschaften wollen hier unten. Damit wir in Anführungszeichen dann hier in Ruhe den Theaterplatz bauen können als nächstes. Den wir übrigens schon mal platzieren können. Tatsächlich. Ja. Wobei der nicht so wichtig wäre. Ne? Was wäre denn hier wichtiger? Heilige Stätte vielleicht auch, wegen dem Glauben. Schreibt doch in die Kommentare. Aber ich glaube schon, dass die Heilige Stätte hier wichtiger wäre als nächstes. Auch wegen der Arbeitsethik. Und der deutlich wieder Produktion. Klar, wir wollen den Mahabodhi-Tempel bauen. Wir müssen die Heilige Stätte bauen hier als nächstes. Ja, dann auf jeden Fall die Heilige Stätte. Genau, hier roden wir. Können wir dann auch jetzt in der nächsten Runde machen. Sieht alles soweit. Okay, aus. So, das war eine etwas längere Folge. 51 Minuten. Ich denke, wir haben auch am Anfang viel gequatscht. Jetzt am Ende nochmal ein bisschen Strategie besprochen. Wurden so ein bisschen nochmal von der KI gestört hier oben. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ne? Also in der nächsten Runde geht's weiter. Bis dann. Ciao.